Guten Abend. Ich möchte mich zuerst vor allem ganz herzlich für die Einladung bedanken, auch bei allen Mitveranstaltern und Mitveranstalterinnen. Ich bin sehr, sehr gerne hergefahren, speziell an diesem Tag hier einen Vortrag zu halten, also am Internationalen Gedenktag für Holocaust und vielleicht auch ein bisschen als intellektuelle Gegenveranstaltung zum heutigen Akademikerball, also ganz im Westen. Ja, und Ihnen allen danke ich für Ihr Kommen und für Ihr offensichtlich großes Interesse an der heutigen Veranstaltung. Mein Vortrag ist, wie gesagt, beschäftigt sich mit den Frauen im Nationalsozialismus und nach 1945 und auch die Bilder davon, die so in unseren Köpfen herumschwirren. Und ich verstehe ihn auch ein bisschen als Basis dann für den nächsten Vortrag, wo wir dann etwas mehr auch in die Gegenwart kommen. Ich glaube, da gibt es sicher sehr viele Verbindungslinien. Also Frauen werden ja sehr häufig als passive Objekte und nicht als aktiv handelnde Subjekte der Geschichte wahrgenommen. Das gilt im ganz besonderen Maße eben auch für die Bewertung der Rolle der Frauen im Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus gilt ja sowohl seinem Erscheinungsbild als auch seiner Ideologie nach als männliches Phänomen, als extreme Ausprägung des Patriarchats schlechthin. Zum einen einmal deswegen, weil die NS-Ideologie ein traditionelles, ja wie wir wissen, reaktionäres Frauenbild der deutschen Frau und Mutter propagierte. Und zum anderen, weil die Führungspositionen im Nationalsozialismus ja fast ausschließlich männlich besetzt waren. Zu den wenigen Frauen, die herausragende Positionen im NS-Regime hatten, zählten zum Beispiel die NS-Reichsfrauenführerin Gertrud Scheutz-Klink oder, die Sie sicher alle kennen, die NS-Propagandistin Leni Riefenstahl. Das waren aber die Ausnahmen. Viel mehr Namen kennt man eigentlich nicht. Frauen waren im Nationalsozialismus in erster Linie als Kameradinnen des deutschen Mannes und als Mütter einer möglichst großen arischen Kinderschar vorgesehen. Sie kennen sicher alle die sexuell aufgeladenen Propagandabilder von den euphorisierten Frauenmassen, die dem Führer zujubelten und ihm ein Kind schenken wollten. Diese Bilder haben sich tief in das kollektive Gedächtnis eingeprägt. Die daraus resultierende Legende, dass es eigentlich die Frauen gewesen seien, die Hitler an die Macht gebracht hätten, wurden mittlerweile durch fundierte Wahlanalysen längst widerlegt. Die NSDAP war nicht nur von ihrer Funktionärsschicht her, sondern auch von ihrer Wählerschaft eine männlich dominierte Partei, wie im Übrigen ja auch die heutigen rechten Parteien das sind. Diese Relativierung ändert aber nichts daran, dass viele Frauen Hitler durchaus zugejubelt haben, unterstützt haben. Also denken Sie nur eben an den Empfang Hitlers dann beim Anschluss 1938 in Österreich. Die Nichtpräsenz von Frauen im NS-Machtapparat hat eben zur Folge, dass Frauen nach 1945 meist per se aus dem Kreis der Schuldigen ausgeklammert wurden. Das heißt, Täter waren hauptsächlich Männer. Die direkte Beteiligung von Frauen an NS-Verbrechen geriet nur selten, zum Beispiel bei Prozessen gegen KZ-Ärztinnen und KZ-Aufseherinnen, von denen es in den Nachkriegsjahren einige gab. Also nur bei diesen Gelegenheiten geriet weibliche Täterschaft ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Diese Täterinnen wurden damals aber vor allem als unmenschliche Bestien wahrgenommen und galten als extreme Ausnahme und wurden deshalb eben weit außerhalb der deutschen und österreichischen Normalität gestellt. Das Gros der Frauen war in der NS-Zeit aber nicht derart exponiert tätig, sondern hat das NS-System an der sogenannten Heimatfront erlebt und mitgetragen. Sie waren mit der Bewältigung des Kriegsalltags beschäftigt und wurden oft anstelle der eingezogenen Männer zur Erwerbsarbeit herangezogen in den unterschiedlichsten Bereichen, zum Beispiel eben auch in der Rüstungsindustrie. Auch mit ihrer Reproduktionsarbeit, die im Nationalsozialismus stark ideologisiert war,
haben Frauen am Funktionieren des NS-Systems erheblich mitgewirkt. Ungeachtet dessen blieben sie nach Kriegsende, wie wir noch sehen werden, wie ich noch ausführen werde, von dem Vorwurf der Mitverantwortung weitgehend verschont. In den letzten Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen, hat sich in der NS-Forschung auch sehr stark die Mitverantwortung von Frauen am Nationalsozialismus, wurde sehr stark auch stärker ins Blickfeld genommen. Man musste eben erkennen, dass dieser pauschal beanspruchte Opferstatus einer Überprüfung der historischen Fakten nicht standgehalten hat und die sogenannte Gnade der weiblichen Geburt eine Fiktion war. Die NS-Gesellschaft, und das ist sehr wichtig auch in der Vorstellung, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, die NS-Gesellschaft war ein Ensemble von Männern und Frauen. Aber auch wenn die verantwortlichen Entscheidungsträger und Akteure der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik durchgehend Männer waren, so sind die Frauen nichtsdestotrotz als Teil der Tätergesellschaft anzusehen. Frauen haben das NS-Regime auf ihre Weise unterstützt und mitgetragen und sie konnten in unterschiedlichen Bereichen auch tätig sein. So wirkten zum Beispiel gerade Frauen an der ausgrenzenden und oft auch tödlichen Sozial- und Bevölkerungspolitik des Nationalsozialismus aktiv mit, zum Beispiel als Krankenschwestern und Pflegerinnen bei der Euthanasie, als Fürsorgerinnen bei der Aussonderung von Menschen, die als lebensunwert galten, oder teilweise auch als Sozialpolitikerinnen, die diese Maßnahmen sehr wohl auch geplant hatten. Sie waren dort meist zwar an untergeordneter Stelle eingesetzt, nichtsdestotrotz zeichneten sie sich durch eine sehr hohe Arbeitsidentifikation und Pflichterfüllung aus, wie entsprechende Fallstudien, die es mittlerweile dazu gibt, auch sehr deutlich belegen. Selbst die SS und die Wehrmacht waren keineswegs ausschließlich männliche Bereiche. So gab es neben den SS-Ärztinnen und SS-Aufseherinnen in den Konzentrationslagern rund 10.000 Frauen im SS-Helferinnenkorps sowie 15.000 Polizeihelferinnen, die als Angestellte im SS-Verwaltungsapparat im Reich und in den besetzten Gebieten tätig waren und damit eigentlich bürokratisch gewissermaßen am Vernichtungsprozess beteiligt waren. Zusätzlich, auch das ist nicht so bekannt, hat rund eine 500.000 weiblicher Wehrmachtsangehöriger in den besetzten Gebieten im Osten am unmittelbaren Kriegsgeschehen teilgenommen und durch ihre Tätigkeiten vor Ort, sei es als Bürokräfte, Schreibkräfte, Flugmelderinnen, Fernsprechvermittlerinnen, Dolmetscherinnen und so weiter. Also vor Ort waren sie tätig und haben zumindest von den NS-Verbrechen dort auch gewusst. Ein anderes, weites Feld einer möglichen Mittäterschaft von Frauen eröffnet sich, wenn die Frauen an seiner Seite, das ist ein Buchtitel von einer Kollegin Gudrun Schwarz, also die Frauen an seiner Seite, also wenn man sich diesen Frauen zuwendet, das sind die Ehefrauen, Geliebten, Freundinnen von SS-Führern, KZ-Kommandanten und SS-Männern in anderen Funktionen, also wenn diese Frauen mit einbezogen werden. Erstens einmal erforderte die Heirat mit einem SS-Mann eine hohe Identifikation mit der SS-Sippengemeinschaft, und sie wurden selbst sehr streng nach ideologischen und rassischen Kriterien überprüft, bevor es überhaupt eine Heiratserlaubnis gab. Zum Zweiten gaben die Ehefrauen durch ihre Liebe, ihre sexuelle Verfügbarkeit und das Familienleben ihren Männern emotionalen Rückhalt und hielten dadurch oft die Normalität im Grauen aufrecht. Durch ihre Anwesenheit am Arbeitsplatz, und dieser Arbeitsplatz war in manchen Fällen eben ein Konzentrations- und Vernichtungslager, wie zum Beispiel im Fall Stangl, im Fall Höss, wenn Ihnen das sagt, wo die Frauen und die Familien auch dort gelebt haben. Also durch diese Anwesenheit von Frauen und Kindern wurde gewissermaßen eine häusliche Idylle geschaffen, die die Arbeit der Männer als ganz normale berufliche Tätigkeit erscheinen ließ.
Konfrontiert mit der mörderischen Realität an den Einsatzorten ihrer Männer, schauten viele Ehefrauen einfach weg. Oder aber sie wurden auch selbst aktiv, indem sie sich an der Ausbeutung der Häftlinge und Zwangsarbeiterinnen beteiligten. Ein sehr berüchtigtes Beispiel, muss man vielleicht sagen, ist Ilse Koch, also die Ehefrau des KZ-Kommandanten von Buchenwald. Viele NS-Frauen wurden somit zu Komplizinnen ihrer Männer und waren dies oft auch nach Kriegsende für ihre Männer auf der Flucht oder in der Haft. Im öffentlichen Bewusstsein bleibt das Bild von den Frauen im Nationalsozialismus von diesen differenzierten Forschungsergebnissen weitgehend unberührt. Im Zentrum stehen nach wie vor sehr stark die Frauen an der Heimatfront, die eben den Kriegsalltag bewältigt haben. Und zum anderen eben Frauen der NS-Elite, also Eva Braun, Magda Goebbels, Leni Riefenstahl, wo es ein relativ großes Interesse gibt, was man zumindest im letzten Jahrzehnt gemerkt hat, eine Unzahl von Fernsehdokumentationen und Sachbüchern eben über diese Ausnahmefrauen. Dieser meiner Meinung nach sehr fragwürdige, dieses fragwürdige Interesse für die Frauen der Nazis ist oft von einer negativen Faszination getragen, bei der eine mögliche Täter- oder Mittäterschaft meist ausgeblendet oder eben verharmlost wird. Von größerer gesellschaftlicher Relevanz ist wohl die breite Masse der Frauen im Nationalsozialismus. Auch darunter gab es durchaus überzeugte Nationalsozialistinnen, die oft schon sehr früh der NSDAP beigetreten sind und in Österreich zum Beispiel als illegale Nationalsozialistinnen ganz aktiv auch für den Anschluss quasi im Untergrund auch gekämpft haben. Viele Frauen waren in NS-Frauen- und Jugendorganisationen aktiv und das durchaus auch freiwillig und ohne Zwang. Der Nationalsozialismus war vor allem für junge Frauen, für junge Mädchen, die in dieser Zeit sozialisiert wurden, aufgrund seines Erlebnischarakters positiv besetzt und durchaus auch attraktiv. Die Aktivitäten im BDM oder der NS-Frauenschaft, die Massenveranstaltungen und Kraft durch Freudeunternehmungen, sie boten Abwechslung, Kameradschaft, für viele auch erstmals Reisen, überhaupt Reisen oder Reisen ins Ausland und bis zum sehr begrenzten Rahmen eben auch Aufstiegschancen. Auch mit den ideologischen Inhalten, also sei es Antisemitismus, dem Mutterkult, Rassismus und so weiter, konnten sich die Frauen oft durchaus identifizieren. Und dies umso mehr, als sie als Bestandteil ja der Volksgemeinschaft, die sie ja waren, von bestimmten politischen Maßnahmen durchaus profitiert haben. Zum Beispiel, indem sie nach dem Anschluss 1938 eine arisierte Wohnung oder ein jüdisches Geschäft erhielten. Viele haben auch bedenkenlos auf Zwangsarbeitern zurückgegriffen, durchaus auch nicht nur in der Stadt, sondern auch am Land, wie wir wissen, in der Landwirtschaft zum Beispiel. Und diese Zwangsarbeiterinnen nicht immer menschlich behandelt. Das ultimative Entlastungsargument, also dass sie nichts über die Verbrechen gewusst hätten, kann man so nicht gelten lassen. Denn, wie wir wissen, die Verbrechen geschahen oft direkt vor Ort, auch eben am Land und nicht, wie es oft so heißt, sehr weit weg. Und das wird immer sehr stark in den Osten meistens verlagert. Außerdem waren sie, also die Frauen, ja auch Ehefrauen, Mütter und Freundinnen von Wehrmachtssoldaten und als solche waren sie die Adressatinnen von Feldpostbriefen, von Fotos, von Kriegserzählungen der Soldaten und dadurch wussten sie oft mehr von den im Krieg geschehenen Verbrechen, als sie es im Nachhinein dann oft zugeben wollten. Frau sein als Entlastungsargument, wie Gabriele Rosenthal das einmal genannt hat, greift also zu kurz. Was für die gesamte österreichische Mittätergesellschaft gilt, gilt eben auch für Frauen im Nationalsozialismus. Es gab vollkommen oder zumindest partiell überzeugte Nationalsozialistinnen, darunter einige aktive Täterinnen und Mittäterinnen und viele sogenannte Mitläuferinnen, Mitwissende, Zuschauende und Wegschauende. Es gab aber auch einige, und ich denke, das ist wichtig, auch heute hier zumindest zu benennen, auch einige wenige mutige Widerstandskämpferinnen
und gegen die NS-Ideologie resistente Frauen, die im kollektiven Gedächtnis wenig Platz finden. Wie tief auch immer die jeweilige NS-Verstrickung im Einzelfall gewesen sein mag, eines ist den Frauen dieser Generation gemein. Sie waren von den NS-Werten und ihren Erfahrungen in der NS-Zeit maßgeblich geprägt und sie waren die Mütter und Großmütter der nachfolgenden Generation. Damit bin ich dann beim zweiten Teil meines Vortrags, wo es eben um die NS-Frauen nach 1945 geht. Welche Rolle spielten also die ehemaligen NS-Frauen in der Nachkriegsgesellschaft und in den Nachkriegsfamilien? Waren sie auch nach 1945 politisch aktiv? Und wie werden sie und wurden sie von ihren Nachkommen, also von den Söhnen und Töchtern, erlebt und erinnert? Diesen Fragen bin ich unter anderem im eben schon genannten meinem Buch Die Generation danach nachgegangen, wo ich eben sehr viele Interviews und Gespräche mit eben solchen Nachkommen aus solchen Familien geführt habe. Und da hat sich eben gezeigt, dass die Auseinandersetzungen mit der NS-Familiengeschichte hauptsächlich über die Väter läuft und ausgetragen wird und die Mütter dabei sehr oft ausgeklammert bleiben. Insofern ist es auch kein Zufall, meine ich, dass es, wie Sie vielleicht wissen, sehr, sehr viele Väterbücher gibt, aber wohingegen autobiografische oder literarische Auseinandersetzungen mit den NS-Müttern relativ rar sind und selten sind. Viele Nachkommen, also sowohl Söhne als auch Töchter, da eigentlich mehr die Söhne, beschreiben ihre Mütter als typische Hausfrauen, die vollkommen unpolitisch gewesen wären und keinen Einfluss auf sie ausgeübt hätten. Tatsächlich haben sich viele Frauen nach Kriegsende sehr schnell oft wieder in den privaten Bereich zurückgezogen und sie hielten sich auch politisch eher zurück. Diese politische Enthaltsamkeit wird dann von den Nachkommen oft sehr gern auf die NS-Zeit zurückprojiziert. Das heißt, sie setzten sie automatisch mit einer passiven Rolle im Nationalsozialismus gleich, was aber natürlich nicht zwangsläufig der Fall gewesen sein muss. Somit verfestigte sich natürlich das Bild von den Müttern und Großmüttern als Frauen an der Heimatfront, die meist als Opfer des Krieges, nicht aber als politische Akteurinnen imaginiert wurden. Ihre Fortsetzung findet diese Konstruktion in dem vorwiegend positiv besetzten Bild der Trümmerfrauen. Die Trümmerfrauen, die nach Kriegsende scheinbar unbelastet von der Vergangenheit den Wiederaufbau in Angriff genommen haben und ganz wichtige Überlebensarbeit geleistet haben. Dieser Trümmerfrauenmythos wird vor allem anlässlich von Gedenkjahren revitalisiert und hat sich auch in den Köpfen der Nachkommen fest eingeschrieben. So sehen viele Söhne und Töchter ihre Mütter vor allem als Opfer und Heldinnen der Nachkriegszeit, die den schwierigen Nachkriegsalltag bravourös bewältigt haben. Das mag durchaus der Fall gewesen sein. Was aber übersehen wird dabei ist, dass darunter unter diesen sogenannten Trümmerfrauen auch sehr viel überzeugte Nationalsozialistinnen waren, die quasi gleichsam pauschal in ein entpolitisiertes Unschuldskollektiv eingereiht werden, unabhängig davon, was sie in der NS-Zeit gedacht und getan haben und unabhängig davon, wie sie nach 1945 welche Überzeugungen sie geteilt haben. In der Nachkriegszeit, so wird jedenfalls suggeriert, ebneten sich die politischen Differenzen wieder ein und alle Frauen mussten dieselben Probleme meistern. Während also bei den Vätern die Frage nach einer möglichen Täterschaft eigentlich fast immer sofort im Raum ist, ob offen oder verdeckt, ist das im Falle der Mütter eben nicht so. Die Mütter werden insofern von ihren Kindern verschont, als sie ihre Rolle im Nationalsozialismus kaum thematisieren und sie selten als politische Akteurinnen oder gar als Täterinnen sich vorstellen können. Vielmehr, und auch das ist ein Ergebnis, wissen wirklich sehr, sehr viele Nachkommen sehr wenig Konkretes darüber, was ihre Mütter in der NS-Zeit gemacht haben, konkret gemacht haben. Und es gibt es auch
sehr wenig Interesse daran, diese Wissenslücke entweder durch Nachfragen oder eben durch Nachforschen aufzufüllen. Manche äußerten zwar dann den Verdacht, dass die Mutter wahrscheinlich am Heldenplatz gejubelt habe, vielleicht auch im BDM oder in der Partei gewesen sei, aber andere Formen von weiblicher Täterschaft haben eben kaum noch im öffentlichen Bewusstsein Eingang gefunden. Also anders als bei den Vätern wird fast nie gefragt, was hat meine Mutter damals getan, sondern bestenfalls, was hat sie gewusst? Der Vorwurf richtet sich also somit nicht gegen die Mutter als Täterin, sondern bestenfalls gegen die Mutter als Mitläuferin, Zuschauerin, Mitwissende. Andererseits, und das ist die Kehrseite von diesen Bildern, beschreiben sehr viele Söhne und Töchter ihre Mütter aber auch als unbelehrbare Nationalsozialistinnen, die ihrer Gesinnung auch nach Kriegsende absolut treu geblieben seien und diese auch durchaus offen vertreten haben. Manchmal werden die Mütter sogar als noch die größeren Nazis und als noch fanatischer als die Väter eingeschätzt. Eine solch belastende Zuschreibung widerspricht ganz offensichtlich der weit verbreiteten Konstruktion der apolitischen Frau. Damit sind wir bei der Frage nach der politischen Rolle der NS-Frauen nach 1945. Wie gesagt, nach Kriegsende zogen sich viele Frauen in die politische Enthaltsamkeit zurück. Einige aber waren durchaus auch politisch aktiv, auf unterschiedliche Art und Weise. Also die nach wie vor überzeugten Nationalsozialistinnen bewegten sich in einem sozialen, aber auch in einem politischen Umfeld, das ich als ehemaligen Milieu bezeichne und worüber ich derzeit eben auch forsche. Das ist als jener Kreis von ideologisch überzeugten Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten, die auch nach 1945 ihrer Gesinnung treu geblieben sind, mehr oder weniger, also darüber muss man sich im Einzelfall dann anschauen, und die sich eben in einschlägigen Veteranenverbänden, in Vereinen, in Parteien wieder organisiert haben. Ein Teil davon und ein Beispiel dafür sind zum Beispiel die sogenannten Glasenbacher. Es ist eine Gesinnungs- und Erinnerungsgemeinschaft von Nationalsozialisten, die nach 1945 in internierten Lagern, in amerikanischen internierten Lagern oder britischen internierten Lagern, die bekanntesten sind eben Glasenbach in Salzburg und Wolfsberg in Kärnten, es gibt dann auch ein paar kleinere, auch hier in Vorarlberg, glaube ich, gab es eines, also die dort präventiv interniert waren, um dann überprüft zu werden und dann vor das Volksgericht gestellt zu werden. Und unter diesen Internierten waren eben auch einige wenige Frauen, also in Glasenbach sind ungefähr 140 Frauen, namentlich zumindest bekannt. Und diese Glasenbacher haben sich nach ihrer Internierung im Wohlfahrtsverein der Glasenbacher organisiert, der noch jahrzehntelang bestanden hat und in dem man sich jährlich dann auch getroffen und ausgetauscht hat. Und dieses nationale Kernmilieu war zwar sehr stark männerdominiert, aber eben auch Frauen spielten darin eine Rolle. Sie waren zwar nicht an sehr exponierter Stelle tätig, aber wie man zum Beispiel ihren regelmäßig erscheinenden Mitteilungen, also in ihrer Zeitschrift, entnehmen kann, waren sie überall publizistisch und organisatorisch überaus aktiv. Ähnliches gilt auch für die parteipolitische Reorganisation der ehemaligen, die vor allem im 1949 gegründeten Verband der Unabhängigen, also den VDU, und seiner Nachfolgepartei, der FPÖ, erfolgt ist. Der VDU und eigentlich noch mehr die 1955 gegründete FPÖ fungierten eigentlich als das Sammel- und Auffangbecken für jene ehemalige, die sie eben bewusst nicht anpassen wollten und nicht in die Großparteien integrieren wollten, sondern sich eben in Form einer eigenen Partei wieder das sogenannte dritte Lager vereinen wollten. Darunter eben auch zahlreiche gesinnungstreue Nationalsozialistinnen. Diese waren allerdings vor allem als Wählerinnen willkommen, beziehungsweise bestenfalls auf der niedrigen Funktionärsebene aktiv
wohingegen die führenden Positionen der frühen FPÖ fast ausnahmslos von Männern abgedeckt waren. Also in der Parteiführung bin ich konkret auf zwei Frauen gestoßen, die aber keine weitere Rolle dann auch mehr in irgendeiner Form gespielt haben. In den Landesleitungen keine Frauen, im Nationalrat bis Anfang der 80er Jahre in der FPÖ keine einzige Frau. Auch in der rechtsextremen Szene in der Nachkriegszeit, da sind die Grenzgänge sind da immer, verschwimmen da immer auch relativ, aber auch in der klar rechtsextremen Szene spielten hochideologisierte Frauen eine wichtige soziale und organisatorische Rolle. Das waren meistens dann Frauen, frühere NS-Funktionärinnen oder eben die besagten Frauen an seiner Seite, die dann nach 1945 oft auch sehr politisch aktiv waren. Die NS-Gesinnung der Frauen setzte sich aber auch in den Nachkriegsfamilien fort. Viele Kinder der Täter haben ihre Mütter als sehr lieblose, strenge Erzieherinnen erlebt, von denen sie oft auch körperlich gezüchtigt und psychisch vernachlässigt wurden und zu denen sie, zumindest haben sie das sehr oft auch erzählt, keine emotionale Beziehung aufbauen konnten. Erziehungsarbeit war natürlich eine Arbeit für Frauen, auch in der sehr restaurativen Nachkriegszeit. Die harten Erziehungsmethoden der Mütter lassen sich zum einen mit ihrer Überforderung, zum anderen aber auch oft mit ihren NS-Prägungen und Affinitäten zur NS-Ideologie erklären. Tatsächlich verwendeten viele etliche Mütter auch in der Nachkriegszeit noch das NS-Erziehungsbuch von Johanna Harrer, die deutsche Mutter und ihr Kind, ihr erstes Kind, in dem deutsche Tugenden wie Ordnung, Sauberkeit, Härte, Disziplin, vor allem auch Unterdrückung der emotionalen Bedürfnisse strengstens propagiert wurden. Zum bitteren Erfahrungsfundus vieler Kinder aus diesen Familien, und das war zum Teil wirklich auch erschütternd, sich anzuhören, waren eben extrem brachiale Bestrafungsaktionen, wie zum Beispiel das Scheitelknien, tagelange strafendes Schweigen oder das Einfordern vom Kind, sich zu bedanken, nachdem man es verprügelt hat und so weiter und so fort. Eine sehr schöne Beschreibung, sehr plastische Beschreibung einer solchen Kindheit hat im Übrigen der Journalist und Schriftsteller Hans-Georg Beer in seinem Buch Fast eine Kindheit sehr beeindruckend beschrieben, also falls Sie auf das Buch einmal stoßen sollten. Nicht zu unterschätzen ist auch die zentrale Rolle der Mütter in der familiären Kommunikation, also im Familiengedächtnis. Wie sich gezeigt hat in den Interviews und wie viele berichtet haben, sind die Mütter oft diejenigen, die in den Familien über die NS-Zeit sprechen und damit natürlich auch die Vorstellungswelt der Nachgeborenen erheblich prägen. Frauen erzählen vor allem aber über den Kriegsalltag, ihre Zeit im BDM und nicht zuletzt und vor allem über die schwierige Situation in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Durch diese weitgehend privatisierte oder private Erinnerung bestärkten die Mütter natürlich das ohnehin weit verbreitete Bild der Frauen als unschuldige Opfer noch zusätzlich. Gleichzeitig aber haben auch viele Mütter nach Kriegsende von den angeblich positiven Seiten des Nationalsozialismus geschwärmt und ihren ehemaligen Machtstatus als Frau an seiner Seite durchaus nachgetrauert. Viele Mütter waren auch Zeit ihres Lebens antisemitisch eingestellt. Sie leugneten oder relativierten die Judenvernichtung. Viele von ihnen, das hat mich wirklich auch erstaunt, befürworteten die Euthanasie auch lange noch in der Nachkriegszeit und sie machten aus ihren antiamerikanischen und antirussischen Ressentiments keinen Hehl. Bemerkenswert ist, dass es sich dabei keineswegs immer nur um durchideologisierte Nazi-Frauen handelte, die sich im ehemaligen Milieu bewegten, sondern derartige Denkweisen und Äußerungen finden sich eben auch in sogenannten durchschnittlichen Nachkriegsfamilien, also in der Mitte der österreichischen Nachkriegsgesellschaft. Da lässt sich nicht so klar auch die Grenze ziehen.
Viele Mütter fungierten auch als Beschützerinnen des NS-Vaters, indem sie entlastende Familienlegenden, und in jeder Familie gibt es solche entlastenden Legenden, indem sie diese an die Kinder weitergaben oder aber die Rolle des Vaters im Nationalsozialismus verschwiegen oder verharmlost haben. Manche Mütter haben den Vater oft über seinen Tod hinaus, speziell auch bei den gefallenen Vätern, sowohl in politischer als auch in persönlicher Hinsicht über alle Maßen glorifiziert und haben damit natürlich auch entscheidend zu den idealisierten und unkritischen Vaterbildern beigetragen, die es in der nachfolgenden Generation ja durchaus gibt. Andere Mütter wiederum neigten dazu, Gespräche über den Nationalsozialismus strikt zu unterbinden oder bei politischen Diskussionen zwischen den Generationen beschwichtigend bis abwehrend einzugreifen und somit eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus von vornherein zu verhindern. Abschließend und zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die Bedeutung der Frauen im Nationalsozialismus in vielerlei Hinsicht größer ist als gemeinhin angenommen. Sie waren keineswegs nur passive Opfer der Geschichte, sondern immer auch politische Akteurinnen mit eigener Agenda, mit eigener politischer Agenda, mit Verantwortung und mit bestimmten Handlungsspielräumen. Kurz, sie bewegten sich im Spannungsfeld zwischen Täterschaft, Mittäterschaft, Zustimmung, Resistenz und Opposition. Viele von ihnen sind, wie ich kurz gestreift habe, auch ihren Überzeugungen nach 1945 treu geblieben, auch wenn sie sich in der Öffentlichkeit nicht unbedingt stark exponiert haben. Und andere wiederum, einige wenige, waren in einschlägigen Vereinen und Parteien und oft an der Grenze zum Rechtsextremismus aktiv, wenn auch nicht an führender Stelle. Schließlich kommt den Frauen als Mütter und Großmütter in den Nachkriegsfamilien eine zentrale Bedeutung zu, denn sie haben ihre Kinder als Erzieherinnen entscheidend geprägt und die NS-Werte an die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Mit ihrer wichtigen Rolle im Familiengedächtnis haben sie das ihre dazu beigetragen, so denke ich, dass der intergenerationelle Pakt des Schweigens in vielen Familien oft über Jahrzehnte hinweg aufrechterhalten werden konnte. Dankeschön.